Hallo ihr lustigen Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Total War Warhammer 2, wo ich das letzte Mal feststellen musste, dass ich anscheinend auch nicht fähiger bin, eine Festung einzunehmen. Ja, ich hätte vielleicht erstmal belagern sollen. Bin da nicht so schnell reingekommen, wie ich das ursprünglich vorhatte. Aber ich hätte es vielleicht auch komplett anders machen können und eventuell noch mehrere Durchbrüche erzielen. Halt diese Taktik, sich immer durch eigentliche Festung durchzuboxen, haben wir mal wieder gelernt, ist nicht immer die beste welche. So, aber wir bekommen es hier auf jeden Fall schon mal gleich Ersatz, was sehr, sehr cool ist. Wobei, ich könnte jetzt auch stattdessen einfach auf Weiße Löwen gehen. Ich meine, warum nicht? Die sind günstiger, bekommen auch Bonuserfahrung, haben auch Abwehr gegen alles Mögliche, sind auch gepanzert, rüstungsdurchdringend, genauso wie die Schwertmeister, haben auch die Möglichkeit, Geschosse abzuwehren, bloß halt über ihren Löwenpelz. Wir versuchen das jetzt mal so und deswegen werde ich jetzt hier mal davon absehen, hier das Ding sofort abzureißen. Dann machen wir es halt eine Runde später. Aber ich muss das hier tatsächlich bauen. Es ist nur beschädigt, das Verrückte ist, ich kann es hier trotzdem bauen. Was verwirrend ist, rechnet man nicht damit. Ja gut, dann repariere ich es halt, was soll's. Kann ich das Gebäude halt erstmal da stehen lassen. So, gibt's auch andere Dinge, die ich tun möchte? Guardian of the Phoenix Crown. Gerade eben nicht. Ja, ich bleibe mit ihm hier stehen. Hier wird schon gebaut. Hier wird gebaut. Hier kann ich was bauen. Und zwar nicht zu glauben, Hoher Lottl. Da möchte ich auf jeden Fall das Theater noch bauen, damit hier die öffentliche Ordnung noch weiter nach oben geht. Und es bietet sich bei solchen großen Städten eigentlich immer an, die Mauern zu bauen, finde ich persönlich. Und das hier bietet sich auch an, um noch mehr Geld aus dem entsprechenden Unterhaltungsgebäude, also dem Theater und Co. zu ziehen. Gut, dann rollt jetzt hier erstmal quasi wieder der Gegner durch. Seuchenclan dackelt jetzt hier rum. Auch hier. Zieht sich allerdings eher zurück. Zeichen der Alten werden wir es auch sehr, sehr bald holen. Make this quick. I have important matters to attend to. Der Melvin, was will er denn? Er will, dass ich im Krieg beitrete gegen den... Nee, das mache ich noch nicht. Erstmal muss ich den Skaven wegräumen und dann kümmern wir uns um diesen kleinen komischen Frosch. Naja, klein ist er nicht. Jetzt gehen die Zwerge auf das Zeichen der Alten los. Ich sehe schon, dass wir hier noch Stress mit denen bekommen. Oh, Eiertanz! Bei einer großen Feier zu Ehre Walls des Schmieds wird der Tanzboden geräumt, damit der Phönixkönig und die Immerkönigin gemeinsam tanzen können. Das noble Geschwätz und höfische Getuschel der Gäste mag schier kein Ende nehmen. Doch am Ende fragen sich viele, wem der Phönixkönig wohl die Ehre des zweiten Tanzes gewähren wird. Alle Augen blicken wachsam umher, auch die der Immerkönigin. Mit dem Matriarchen von Grace tanzen, gibt man natürlich wieder Boni. Chance auf Armeen im Umfeld. Das ist halt nur ein Kundschafter, ne? Den muss man in die Armee reinnehmen, sonst bringt nichts. Pferdeherr, ne, finde ich auch nicht so geil. Darauf bestehen, dass Grace und Illyrian miteinander tanzen. Bringt mir Einfluss. Mach ich. Verdiene ein bisschen weniger Geld, aber das haut gar nicht so arg rein. Das ist wirklich lächerlich wenig, was der Handel tatsächlich, also diese Handelseinschränkung da am Ende ausmacht. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. So, immerhin bauen wir jetzt hier die Infanterie wieder auf. Unser Held ist immer noch verletzt. Order must be maintained. Ja, ich baue das hier auf. Wir können ja keinen Edlen bauen, wir können nur Magier bauen. Ich brauche keine Magier. Unser anderer Edler müsste eigentlich früher oder später wiederkommen, weil er dürfte eigentlich nicht tot sein. Ich hoffe es. Wir haben unsere ganze tolle Kavallerie verloren, was mich ein bisschen ärgert. Oh, ich könnte nochmal einen Riesenadler bauen, statt jetzt einer Kavallerie. Ich sag jetzt mal, wieso nicht? Ja, wieso eigentlich nicht? Haben wir jetzt halt Riesenadler statt Kavallerie.
macht ja für mich jetzt auch nicht den Unterschied. Hauptsache, so, die sind eigentlich sogar fast ein bisschen praktischer. Stellenweise. Protector of Elf-One. Your will is done. Tja, ich soll das hier angreifen. Okay. To war. Mal gucken, wie gut das Ding verteidigt ist. For the King. Nicht sonderlich. Noch mehr rüstungsdurchdringender Schaden. The Asher followed straight. Da ist ja... Die haben überhaupt gar keinen Fernkampf. Haben die überhaupt eine Mauer? Ne, die können keine Mauer haben. Doch, die haben eine Mauer. Aber warum haben die dann so wenig Kämpfer? Die haben, glaube ich, nur die grundlegende Mauer, die Stufe 1. Mit einer Stufe 1 Mauer kann ich mir das hier erklären. Ja, dann geht das. Eagle Claw. Ansonsten könnte ich mir das nicht erklären. Nein. So, ihr sollt natürlich nicht weglaufen. Drei. Ups. Exactly. Warum reiten die jetzt da los? Ach, weil ich die falschen Einheiten gruppiert habe. Das war ja mal schlau von mir. Das war ja mal mega schlau. Komm. Geh mal dahin, was ein bisschen Dragon Breeze zu machen. March for Alpha. At once. Oh, und ich kann ja das hier machen. Das ramponiert ja gleich schon mal so ein bisschen das Tor. Und... Spooky, spooky. Das ist irgendwie ein sehr, sehr geringer Effekt. Schieß ich jetzt halt auf das da, wenn die das blöde Tor aufmachen, wisst ihr? Der Moment, wenn es mir einfach zu doof wird. Ist mir jetzt auch egal, auf was ich dann letzten Endes schieße. Die können hier überhaupt nichts gegen den Drachenreiter machen. Jetzt ist das Tor wieder zu. Jetzt können wir wieder drauf schießen. Komm, dreh dich richtig hin. Also gefühlt macht dieser Flammenstrahl ja gar nichts. Diesen kleinen Drache. Gefühlt ist das ja wirklich nichts. Ich hau es hier einfach auch mit dem Schwertmeister noch auf dieses Tor drauf. Ich bin beeindruckt, wie arg die den Beschuss hier gerade eben wegstecken. Wirklich tough gerade eben, diese Echsen. Gleich kann ich nochmal hier was machen, um hier eventuell die Mauer noch zu beschädigen. Oder das Tor, je nachdem, was ich will. Ich glaube, ich werde das Tor wählen. Jawohl, sind wir mal auf 78% draufgegangen. Das Komische ist, dass man wirklich eine Einheit anvisieren muss. Feind. Große Explosion wirkt auf Stadtmauern und Belagerungsgerät. Das heißt, man kann das aber auch in der Defensive machen, ne? Ah, jetzt ist das Tor offen. Restoring order.
Er hat es abgebrochen. Wahrscheinlich wegen dem Nahkampf. So, was können wir denn da machen? Nahkampffähigkeiten verbessern. Ich glaube, ich heile jetzt hier auch mal die eine oder andere Einheit. Das kriegt die irgendwie nicht hin. Ich weiß nicht warum, sie kriegt es nicht hin. Was? Warum seid ihr so nah ran? Warum seid ihr so nah ran? Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Eine meiner Speerschleudern ist unglaublich nah rangegangen und ich verstehe es nicht. Ich war aber gerade echt beeindruckt, wie die das weggesteckt haben, ne? Also, die haben den Beschuss wirklich lange ausgehalten. Level 19. Sapeur. Ja, Führerschaft unter Belagerung geht hoch bis zu plus 7. Erfolgreich! Yeah! Und dafür habe ich jetzt einen Krieg an der Backe. Er hat gar kein Level up. Ja, fast. Bald hat er einen. Oh Gott! Das ist ja nur ein Weiler. Das war ja mal jetzt hier nicht unbedingt die beeindruckende Festung, die ich erwartet hatte. Hat er wahrscheinlich gerade eben erst... Was ist das? Nee, das hat er eigentlich schon länger. Der hat das ja schon... Seit 10 Runden oder so hat er das Teil und hat hier nichts gemacht. Okay, aber ansonsten können wir auch gerade eben nicht allzu viel machen. Außer hier das hier noch bauen. Jetzt haben wir immerhin mal hier die Heilpflanzen als Handelsware. Gut, ansonsten kein Geld mehr. Aber dafür wieder ein ordentliches Einkommen. Und warum ist das hier schon wieder? Ständig vergisst das Spiel, dass man das hier gerne beschleunigt haben möchte. Ja, jetzt haben wir natürlich hier den... diesen Wermutstropfen, dass der jetzt hier natürlich direkt daneben steht und uns hier gleich mal hier Belagerung reindrückt. Rekrutiert einen Kommandanten. Konföderation Nagar und Hargarnet. Ritus von Sotek ausgeführt. Siedlung belagert. War ja klar, dass das jetzt backfired. Habe ich irgendwie noch einen elfischen Verbündeten hier? Das sind jede Menge Flieger. There is no limit to my power. My axe thirsts for war. Ich nehme sehr, sehr gerne hier so ein Kriegskoordinationsziel. Festung der Abenddämmerung. Moment, ich möchte hier jetzt sehr, sehr gerne ein Kriegskoordinationsziel bestimmen. Die müssen weg, ey. Ich brauche da dringend Unterstützung. Und zwar sehr dringend. Oh, was ist denn das? Ah, hier kann ich auch so ein Ding machen. Cool. Ja, ich muss jetzt auch mal gucken, dass ich jetzt hier auch mal ein paar Wegsteinsplitter bekomme. Ich glaube, man muss das halt auch wirklich hier aggressiv forcieren. Sonst guckst du dumm aus der Wäsche. Wie wahrscheinlich ist es, das jetzt zu gewinnen? Hey, das ist ja geil. Wir haben ja richtig Truppen drin. Ich glaube, wenn ich die in die Front stelle, dann könnte das was werden. Das ist ein Level 13... Hornnacken-Veteran. Die haben halt hauptsächlich diese Flieger, diese Pteradon-Reiter. Die kann man aber abschießen. Ich versuche mein Glück. Hm.
Ja, Aufstellung starten finde ich ganz gut. Die kommen von da hinten. Ich möchte als allererstes jetzt hier mal die Armeen... Ich möchte, dass sie beieinander sind. Ja, jetzt muss ich die halt hier als Nummer 1 definieren. Die Schwertmeister kann ich nur als dünne Linie erstmal ganz nach vorne hinstellen. Ich mache das grundsätzlich so, auch wenn ich das jetzt gar nicht so spielen werde. Ihr werdet hier mal die Nummer 2. Ihr geht dahin. Ich werde das alles jetzt hier gleich nochmal so ein bisschen anders aufstellen, keine Sorge. Sobald die Unterstützungseinheiten da sind. Das ist sehr wichtig, dass die jetzt kommen. Ihr seid jetzt hier nämlich meine Nummer 1 und ihr seid hier meine Nummer 4. Quattro. So, hier hingehen, dann geht die Nummer 2 nämlich hier hin. Wir sollen natürlich nicht weglaufen. Normale Bogenschützen dahinter noch. Teclis geht dahin, der Held geht hier eher noch weiter nach vorne. Mein Fliegelchen geht dahin. Die Ellies sind auch gut dabei. Und ihr geht noch dahin, ihr Silberhelme. Jetzt geht schon los, da sind sie nämlich schon. Oh, hört mit diesem scheiß Bombard mit auf. Voll schwer anzuvisieren. Hui. Yo. Nee, ist zu weit. Ah nee, hat gereicht. Und die Armee steht. Ausgezeichnet. So, das ist der Beschuss maximal wird hier. Der hat jetzt hier in der Luft abgefangen. Und jetzt wird es mal Zeit, dass wir... Ah, nee, kann ich gar nicht. Keine Ahnung, was das jetzt war. Die haben den Angriff abgebrochen. Die sind immer noch zuversichtlich. Das ist irgendwie so ein komischer Angriff, den die da durchführen, ne? Die weißen Löwen fressen aber gerade ordentlich Schaden. Aber die sind gebrochen. Attacke. Entlastungsangriff. Wir schwächen sie hier nochmal, die Echsen. Damit diese weißen Löwen auch nochmal ein bisschen entlastet sind. Überall diese Mistviecher in der Luft. Ich muss mal echt mal hier anfangen zu fokussieren. Achso, ich habe noch Kavallerie, die habe ich ja völlig vergessen, ich Trottel. Ich habe Kavallerie.
Mit denen kann ich jetzt hier in den Rücken gehen. So, jetzt rein! Ja, das hat's beendet hier. Boah! Ich hätte so viel leichter haben können, wenn ich das schneller gemacht hätte. Ich Trottel, ey. Es wäre so viel leichter gewesen. Oh mein Gott, ey. Ich weiß gar nicht, wie viele da jetzt überhaupt noch. Ah, doch, hier sind sie. Wir sind schon noch ein paar von denen, die hier sind. Komm, Teclis, du verfolgst auch noch persönlich irgendetwas. Ich will die jetzt noch ein bisschen niedermetzeln. Damit diese Armee nichts mehr zu lachen hat. Das sind sogar Kampfechsenreiter. Ja, okay, die sind leider entkommen. Kann ich hier sogar noch angreifen. Zum Glück hatten wir hier diese ordentliche Garnison noch mit drin. Aber ich bin jetzt immer wieder überrascht, dass die Weißen Löwen dann doch... also die Weißen Löwen haben echt Schwierigkeiten gegen diese Saurus-Kämpfer, ne? Wobei, die haben halt auch alleine gegen zwei gekämpft. Das ist natürlich dann vom Kräfteverhältnis auch wieder ein bisschen ungünstig. Hier sind noch 12. Das sind auch 12. Was sind das hier? Noch 4, 3, 2... Ja, komm, das reicht. Hauptsache, wir haben nichts verloren. Und den Gegnern die Flucht geschlagen. Wobei man sagen muss, dass auch diese Echsen jetzt nicht so viel verloren haben, wenn man sich das jetzt hier mal anguckt. Die haben halt ihre gesamte Nahkampfinfanterie komplett verloren. Bis auf die Kampfechsenreiter, aber damit können sie auch nichts machen. Ja, komm, ich will hier die Regeneration noch haben. Leider wurde dadurch jetzt halt meine Produktion abgebrochen. Verbesserte Nachladerate, noch mehr Magie. Na gut, warte mal, was ist denn das? Ich kann ja das noch besser machen, noch längere Effektdauer. Ach komm, ich benutze das Ding so oft, es ist so gut. Ja, jetzt tue ich hier einfach wirklich die Weiße Löwen von Krayce in diese Armee. Und ich hoffe, dass ich es jetzt endlich mal bauen darf, ey. Und dass der jetzt hier nicht schon wieder dann drauf springt. Also mit der Armee, wenn er dann nochmal drauf springt, dann... ist das eigentlich Selbstmord. Der Pechkohlenstab. Oh, was ist denn das? Was willst denn du da, du komisches Menschentier? Dass der jetzt irgendwie auf Ideen kommt, ne? Oh, was ist denn das? Wie geil ist das denn? Ich kann ja eine Großfarm machen. Her damit. Dann werden nämlich alle meine... Moment, ich zeig's nochmal ganz, ganz kurz. In der ersten Stufe gibt's halt nur Wachstum und Rekrutierungskosten für Ellis und Silberhelme. Dann gibt's sogar noch Einheitenerfahrungsbonus. Natürlich noch mehr Boni auf das andere. Und zum Schluss kann ich auch noch den Ruf der großen Herden machen und... Unterhalt für Silberhelm und Ellis gehen noch runter. Also das ist natürlich episch. Gibt's auch in Ellerion übrigens. Beziehungsweise auf der auf Ultuan an der einen oder anderen Stelle. Was ist eigentlich der Ruf der großen Herden? Wo ist denn das? Wenn ich mal weiß, was das ist. Entschuldigung, hier Ruf der großen Herden. Geschwindigkeit für Streitwägen und für Reiter. Für alle übrigens. 5% erhöhen. Erwachen der Alten. Zweihandwaffen. Dafür brauche ich eine Eisenschmelze. Die Waffenstärke meiner Einheiten auch noch weiter verbessern. Heilsalbe. Verlustverstärkungsrate. Einfach mal so permanent um 5% hoch.
Das sind sehr, sehr geile Sachen. Ich muss dafür einfach nur Gebäude bauen. Naja, in Anführungszeichen nur, ne? So einfach ist es dann auch wieder nicht. Oh. Prince of Elfwar. Prince of Elfwar. Ich fahr mal rum. Lightning Swift. Denn hier können wir sehr, sehr schöne Sachen einsammeln, wie ich gerade eben sehe. Da sind mal wieder ein paar Dinge eingestrandet. Ja genau, hier gehen wir jetzt Richtung Heilsalbe. Höchste Stufe. Isher Blessing. Defender of the Everqueen. Ja, ich kann gerade eben nicht mehr machen. Und wie gesagt, ich hoffe, der bleibt jetzt weg, damit ich hier meine Einheiten bauen kann. Da kommt schon wieder so ein Oller Skave. Aber der wird nichts mit uns zu tun haben wollen. Der hat tatsächlich ja die Zwerge weggebascht. Hat sich's ausgedwurft an der Stelle. So, und jetzt ist immerhin hier mal die Produktion am Laufen. Order must be maintained. Ich möchte meinen Helden wieder haben. Der hat so schön die Verlustverstärkungsrate nach oben gesetzt. Ich glaube halt echt, dass halt die Schwertmeister sich gegen die Echsen halt, weil es Infanterie ist, besser schlagen würden, ne? Aber man kann sich's halt nicht immer aussuchen. So, wo will ich jetzt hier noch hin? Da will ich hin. Die Macht, die uns umgibt. Nebel hängt am Boden und weigert sich hartnäckig, sich zu lichten. Selbst als eure Anhänger voranschreiten. Sie nähern sich einer Stätte von uralter Macht. Es ist abschreckend, doch jene, die sich vorwagen, werden vielleicht belohnt. So lautet es zumindest in der auf der Karte gekritzelten Prophezeiung. Wir nehmen das da. Drachenhelm? Truhe voller Karten. Truhe voller Karten ist das Schlechteste, was man kriegen kann. Da gehen wir als nächstes hin. City. Ich glaube, ich baue erstmal das da. Die Festungsmauer ist momentan noch gar nicht so wichtig, weil hier wurden wir bisher noch nie angegriffen, seitdem wir das erobert haben. Genau das gleiche hier. Entschuldigung. Das Komische ist... Ah, warte mal. Meine Güte, was ist denn gerade los? Ich glaube, ich habe mich erkältet. Einheitenerfahrung. Für die Rekruten. Also man kann hier... Also was ich so geil finde, ist halt, dass man ohne Probleme seine Rekruten richtig heftig verstärken kann. Kann ich jetzt irgendwie dann doch nochmal eine Mauer irgendwo hochziehen? Ja, weil es, dann mache ich es halt. Ich habe das Geld gerade übrig. Dieses Mal hat er sich's gemerkt. Speak if you must, but you waste your time and mine. Das Lustige ist, der hat jetzt schon an Stärke gewonnen. Guckt euch das mal an, Stärke Rang 9. Der hat trotzdem an Stärke gewonnen, wobei... Ich glaube, das könnte auch... Nee, der muss einen Stärke gewonnen haben. Vielleicht liegt es aber auch einfach nur daran, dass wir diesen komischen... Dass wir die Echsen verdroschen haben und dass die halt einfach vorher vor ihnen waren. Und die Zwerge wurden auch von ihm verdroschen. Abgeschlossen. Ungeil. Mission erteilt. Besiegt die Armee des folgenden Kommandanten in der Schlacht. Waxti. Bekomme ich 30 Wegsteinsplitter. Aha. Die Armee, die ich gerade eben geschlagen habe, soll ich jetzt also schlagen. Sehr einfallsreich, liebes Spiel. Sehr einfallsreich. Ich möchte dafür sorgen, dass das hier nicht so leicht in die Hände des Feindes fallen kann. Ich hole mir das noch schnell. Waffen und Rüstung oder Fässer voll rum. Fässer voll rum. Krone der Herrschaft und Truhe voller Karten. Ja, toll.
coming ashore. Wisdom awaits. So, dann hole ich mir nämlich jetzt hier nochmal die zwei Riesen... Okay, ich kann mir nur einen Riesenadler holen. Mano. Ich hätte mir gerne zwei geholt. Dann spare ich mir halt das hier nochmal. Mir ist es wichtiger, dass ich jetzt diesen Riesenadler noch habe und dass diese Armee einsatzfähig wird. Ah, und da ist... Oh, der kann jetzt einen Sterndrache haben. Aber erstmal will ich, dass er unsterblich wird. Das ist mir wichtiger. Wenn wir jetzt erstmal schon jemanden so weit haben, dass er einen Drache haben kann, dann soll er bitte auch unsterblich sein. Arkane Aufhebung, flammende Konvektion. Ich mache es ausweichen, dass ich auf die flammende Konvektion gehen kann, weil, wie gesagt, ich finde dieses mit dem Fliegt. Klar, wir kämpfen jetzt hier gegen Echsen, die durchaus auch dazu in der Lage sind, Flieger aufzustellen, aber ich glaube nicht, dass wir da jetzt so viele Probleme damit bekommen. Warte mal, die haben das gar nicht erobert. Was ist denn da los? Ich dachte, die wären da vielleicht, aber nö, sind sie nicht. Okay, liebe Leute. Das war's von dieser Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und ade.